Wir versuchen mit der JUICE-Mission, JUICE ist kurz für Jupiter Icy Moons Explorer, der Raumfahrtagentur ESA, herauszufinden, ob die eisigen Monde des Planeten Jupiter Lebensräume für mögliches Leben abseits der Erde beherbergen. Konkret tun wir das mit einer Suite von 10 hochmodernen Instrumenten, worunter sich auch das an der Universität Bern entwickelt und gebaute Massenspektrometer NIM befindet. Die Aufgabe von NIM ist es, die chemische Zusammensetzung der Atmosphären der eisigen Monde zu bestimmen und damit Fragen nachzugehen, wie zum Beispiel, sind alle chemische Bauteile für Leben gegeben und gäbe es eine Energieform für mögliches Leben? Der Frage nach Leben abseits der Erde geht den Menschen schon sehr lange nach. Lange hat sich diese Suche auf das innere Sonnensystem, konkret den Planeten Mars, beschränkt. Seit die NASA-Mission Galileo jedoch in den 90er Jahren das äußere Sonnensystem besucht hat, wissen wir, dass es auch da draußen Welten gibt, die mögliche Lebensräume beherbergen könnten. Mit der JUICE-Mission versuchen wir nun erstmals dies zu bestätigen und den perfekten Kandidaten für eine Folgemission auszuwählen, mit der dann intensiv und fokussiert auch tatsächlich nach Leben gesucht werden kann. Bei der Astrophysik handelt es sich, wie bei vielen anderen Wissenschaftszweigen auch, eigentlich um Grundlagenforschung. Wir gehen Fragen nach Ursprüngen und Zusammenhängen, Prozessen und Effekten nach. In diesem Sinn forschen wir um des Wissens willen. Das heißt aber natürlich nicht, dass unsere Forschung keinen direkten Nutzen für die Gesellschaft hervorbringen würde. Im Gegenteil, wie auch die Vision der Universität Bern sagt, Wissen schafft Wert. So konstruieren wir im Zusammenhang dieser Missionen hochpräzise Messinstrumente, die unter Extrembedingungen funktionieren müssen. Die Wissenschaft und die Weltraumforschung insbesondere begeistern auch viele Jugendliche, sich den MINT-Fächern zuzuwenden. Und im Rahmen unserer Projekte werden auch viele Ingenieure zu Zukunftstalenten ausgebildet. Was mich an meiner Forschung vor allem fasziniert, ist die unzählige Vielfalt an Welten, die sich in unserem Sonnensystem darbietet. So befinden sich im inneren Sonnensystem zum Beispiel die terrestrischen Planeten, die vor allem aus Gestein und Metall bestehen. Während Venus eine sehr dichte, sehr heiße Atmosphäre, die vor allem aus Kohlendioxid besteht, enthält, bietet sich Mars als roter Wüstenplanet dar, auf dem sich jedoch Wasser in Form von gefrorenem Eis befindet. Im äußeren Sonnensystem finden wir dann die Gas- und Eisgiganten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Jedoch werden auch die von kleinen Welten, Monden umkreist. Jupiter zum Beispiel hat den Mond Io, der vulkanischste Mond im ganzen Sonnensystem, und Europa, ein Mond, der unter seiner Eiskruste einen Ozean beherbergt, der doppelt so viel Wasser wie alle Weltmeere zusammen beinhaltet. Und mit Weltraummissionen können wir alle diese Welten vor Ort untersuchen. Bei der JUICE-Mission gab es zwei Arten von Herausforderungen. Die erste ist von technischer Natur, während die zweite von wissenschaftlicher Natur ist. Bei den technischen Herausforderungen handelt es sich um die extremen Umgebungsbedingungen, in denen die Instrumente auf JUICE autonom einwandfrei funktionieren müssen. So wird JUICE bei seinem Vorbeiflug an Venus, wo es Schwung holt, zum Beispiel einer Außentemperatur von plus 250 Grad Celsius ausgesetzt, während es im Jupiter-System minus 230 Grad Celsius kalt ist. Auch das Strahlungsumfeld von Jupiter ist eine große Herausforderung für die Instrumentalisierung. Auf der wissenschaftlichen Seite ist die Frage nach Leben abseits der Erde eine hochkomplexe interdisziplinäre Frage, die wir mit den verschiedenen Instrumenten zusammen erarbeiten müssen. Das Massenspektrometer NIM auf der JUICE-Mission
wurde, wie die meisten klassischen Projekte der ESA, direkt durch die ESA gefördert. Der Schweizer Staat zahlt der ESA jedes Jahr einen bestimmten Mitgliedbeitrag ein, der dann in Form von Projekten und Aufträgen an die Schweiz zurückfließt. So war es auch bei NIM. Die ESA hat hier vor allem die technische Entwicklung, das heißt das technische Personal und die Baumaterialien, finanziert. 80% der Aufträge und des Budgets fließen dabei direkt in die Schweizer Industrie. Auf der wissenschaftlichen Seite sowie auch dem Management von NIM wurden vor allem die Stellen durch den Schweizer Nationalfonds gefördert.